Also gut, einigen wir uns auf unentschieden. Ich bin richtig gut drauf. Bezüglich meiner Verwandtschaft, dass du vorhin so ein bisschen versucht hast, dich zu wagen, aber dich vielleicht wahrscheinlich doch so ein bisschen gebremst hast. Ich will dir was sagen, Andreas. Ich habe Brüder, die den Tod nicht fürchten. Und die. Das heißt, die sind wahnsinnig. Genau. Da müsst ihr aber eine kleine Familie haben, ey. Auch ein Krieg hat seine Regeln, auch ein Krieg hat seine Gesetze. Wenn du meine ganze Familie ausrottest, würde ich über deine Verwandtschaft kein böses Wort geben, geschweige denn irgendein Haar krümmen. Also bleib dabei. Sonst werde ich persönlich. Und ich will nicht persönlich werden. Der Krieg hier ist nur zwischen Gut und Böse. Nur zwischen den Achsen. Aber wenn du das so auf die Schiene machst, dann kann ich auch anders werden. Ich kapiere das nicht. Du bist vorgestern reingekommen und hast mich persönlich aufs Massivste attackiert mit irgendwelchen Schimpftiraden, wo ich noch nicht mal nachvollziehen kann. Wie kann man auf sowas kommen in kürzester Zeit? Weil ich am Tag davor unvoreingenommen mich auf dich eingelassen habe und du hast zu mir geglaubt, mich vorgeführt zu haben. Und da, wenn ich es nicht gemacht habe, warum bist du dann so abgegangen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Und da habe ich Gewissheit erlangt. Gewissheit über was? Dein Netzwerk. Ja, da hättest du auch Raven fragen können. Der hätte dir auch ein paar Geschichten erzählen können. Gut, die sind jetzt nicht, die sind natürlich nicht der Wahrheit entsprechend, aber naja, es sind halt Geschichten. Was meinst du das Netzwerk, die Leute, die in Asgard immer den Tetrapack reinbringen, oder? Welches Netzwerk meinst du jetzt? Die Pyramide, Klimsi. Pyramide? Und also alle Netzwerke, alle konformistisch oder kollaborierende Netzwerke sind diesem satanischen Netzwerk untergeordnet. Und mir ist es egal, auf welcher Stufe der Pyramide. Lediglich die Kollaboration, die Levels der Kollaborationen unterscheiden sich dann im Urteil dann vor Gericht. Lass mich raten, Nürnberg?